auch an einem Krieg teilgenommen in Indochina für die Franzosen? Bitte? Sie haben in Indochina an einem Krieg teilgenommen für die Franzosen? Ja, den Indochina-Krieg habe ich ja selber mitgemacht. Und das im Grunde war es eine sehr nützliche Erfahrung. Nämlich, ich habe das, was man heute den asymmetrischen Krieg nennt, den Partisanenkrieg, habe ich von Anfang an kennengelernt und habe ihn in allen Phasen verfolgt. Und habe deswegen im Allgemeinen mit meinen militärischen Urteilen auch ziemlich richtig gelegen. Wie legen Sie denn jetzt bei der Beurteilung der militärischen Operation in Gaza? Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Runde ist jetzt so fröhlich und so locker, als dass ich darüber gerne reden möchte. Aber es ist eine furchtbare Tragödie für die Palästinenser, aber für die Israelis auch. Die Israelis wissen gar nicht, was sie sich dort antun. Warum? Sie verlieren sehr viel an ihrem Prestige. Und was wollen sie denn erreichen? Das ist ja ein winziger Flecken Erde. Ich kenne ihn wirklich sehr gut und seit sehr langer Zeit. Ich bin das erste Mal 1951 in Israel gewesen. Damals im deutschen Pass wäre man gar nicht reingekommen, im französischen Pass reingekommen. Es ist im Grunde Israels nicht würdig, diesen Krieg gegen eine Bevölkerung zu führen. Praktisch doch keine Waffen hat. Da kannst du kämpfen und darum, Sie sagen, das dauert. Haben Sie richtig verstanden, dass die Palästinenser, dass Hamas praktisch keine Waffen hat? Haben Sie das gerade gesagt? Wir haben, das sind Katyushas, ein paar Katyushas, ist jetzt dazugekommen. Früher waren es diese krasse. Ungerne korrigiere gerade ich Sie, ja. Professor Dr. Schalatour, aber es sind nicht die Katyusha-Raketen, die Hamas haben, sondern das sind daheim gebastelte Kassam-Raketen und auch Grad-Raketen, Ich habe die Einschläge gesehen, als die israelischen Kolonisten noch in Gaza drin waren. Ich war mit ihnen zusammen, die haben es auch gezeigt. Gut, das ist natürlich Schweinerei, wenn man es auf den Kopf bekommt, aber im Grunde rechtfertigt das nicht, dieses militärische Engagement, was im Grunde am Ende für Israel, glaube ich, ziemlich richtig zu liegen wird, ist für Israel schädlicher sein, als wenn man anders vorgegangen wäre. Man muss ja auch bedenken, wir haben eben von eingesperrt sein gesprochen in der DDR. Die Leute in Gaza sind natürlich auch wie in einer Sardinenbüchse eingesperrt. Und das ist eines der Probleme. Mit dem Unterschied, dass die DDRler niemals auf Westdeutschland geschossen haben oder niemals ein Sicherheitsrisiko für Westdeutschland bedeutet haben. Vielleicht erklären wir kurz, Melody ist in München geboren und bis zu ihrem 19. Lebensjahr aufgewachsen in einer jüdischen Familie, hat dann beschlossen, sie will in Israel leben, ist ausgewandert und lebt seither, also seit 9 Jahren in Israel und engagiert sich dort in verschiedenen Projekten, auch Friedensprojekten. Ich glaube, Sie könnten aus Ihrer ganz persönlichen Anschauung vielleicht diese Frage beantworten, Herr Schalatour, wenn Sie fragen, was will Israel damit, sie verspielen nur ihre Sympathien und so weiter. Vielleicht erklären Sie es uns, Melody, wie es sich im Land selber darstellt. Heute Morgen ist aus Tel Aviv gekommen. Genau. Richtig. Sie fragen, was Israel erreichen möchte. Ganz einfache Formel. In erster Linie Sicherheit und in zweiter Linie Frieden. Und beides zusammen und noch dazu sofort wäre der Traum eines jeden Israelis inklusive Ehud Olmert. Klingt sehr simpel, aber wenn man auf der Straße herumläuft, ob in Tel Aviv oder in Sderot, dann ist genau das die Message, die Leute mit sich tragen. Sicherheit. Sderot ist der Ort, an dem immer Raketen niedergehen. Es geht um Sicherheit. Es geht um ein Leben ohne Angst. Ich habe genügend Raketen um die Ohren bekommen, um zu wissen, was es ist. Ich glaube, es ist eine völlig falsche Sicht der Dinge zu meinen, dass das große Problem, das ist die große Gefahr, das betrifft auch uns, dass das der Terrorismus ist. Für Israel ist die Demografie die große Gefahr. Es ist natürlich auch so, wenn man über die Hamas redet. Natürlich sind da auch häufige Burschen bei. Also, aber es gibt auch Leute, die dann eben, es gibt auch den Ausdruck Widerstandskämpfer. Die französische Résistance wurde auch als Terroristen bezeichnet von der Vichy-Regierung. Bedeutet das, dass Sie die Hamas als Widerstandskämpfer sehen und nicht als Terroristen? Widerstandskämpfer gegen die Nazis, gegen das Regime, der Hamas gleichzeitig. Ich kenne genügend Israelis auch und habe sehr, sehr enge Beziehungen dorthin und rede auch mit den Leuten von Hamas. Jetzt sage ich immer, Kinder, seid nicht verrückt, fixiert euch nicht auf den Iran jetzt und konstruiert Verbindungen, die im Grunde gar nicht existieren. Zum Beispiel die Beziehungen zwischen Hezbollah und Hamas sind alles andere als herzlich. Aber es ist doch ein Zweckbündnis da, ein Zweckbündnis,
was sehr begrüßt wird vom Iran. Ich meine, das wissen Sie doch auch alles. Mit dem Ziel der Auslöschung Israels. Also es ist ja, richtig, das haben Sie auch alle gesagt. Ja, aber Herr Schollatour, ist es ja richtig, dass das Vorgehen Israels, ich glaube, als Freund Israels in der Sache Israel Schaden zufügt. Für jedes getötete Baby, für jedes getötete Kind gibt es 4, die sich schwören, Brüder und Schwestern, dass sie für alle Ewigkeit Feinde Israels sind. Insofern teile ich die Kritik an dem überzogenen Vorgehen Israels. Aber eines ist doch auch richtig. Die Palästinenser im Gazastreifen sind auch die Gefangenen der Hamas. Der Waffenstillstand wurde durch die Hamas gebrochen, indem Raketen auf Israel abgefeuert worden sind. Wir kommen auch in eine, also ich will jetzt mich nicht zum Advocatus Diaboli machen und jetzt davon, dass die Hamas hier verteidigen. Aber die Hamas ist in freien Wahlen gewählt worden. Das ist die stärkste Partei unter Palästinensern. Und wenn man dann sagt, ja, Hitler ist auch gewählt worden, ja, wo, was macht denn Sinn? Aber ganz genau so, aber der Vergleich ist gar nicht der Vergleich wird ja oft gebraucht, nicht wahr? Nur dann schaffen wir eben die Demokratie ab. Ja. Warum schafft es Israel nicht, Melody, diesen Grund für diesen Krieg besser zu kommunizieren? Also warum ist das Image von Israel so schlecht, wobei es doch in der Tat gute Gründe gäbe, Israel auch besser zu verstehen? Israel leidet in dem Sinne an einem Problem oder einem Syndrom, für das es nicht viel kann. In erster Linie bleibt in der Perzeption der Menschen immer dieses David gegen Goliath Bild im Kopf. Und vor allem deswegen, weil Israel nun mal der größere... Gaza-Stadt, wo David und Goliath wirklich gegeneinander gekämpft haben. Der größere und auch der militärisch stärkere Partner ist, während dem, in dem Fall der Gazastreifen um einiges kleiner ist. Das heißt, diese optische Größe ist bewirkt bereits eine verfälschte Perzeption. Hinzu kommt natürlich die oft von den Medien nicht ganz richtig und nicht ganz objektiv dargestellte Realität. Ich selber bin immer wieder überrascht, wenn ich so durch die internationalen Medien seppe, Deutschland, Frankreich, Italien, von Al Jazeera spreche ich nicht. Und sogar wenn in dem Moment ein israelisches Kind herzzerreißend auseinandergelegt wurde von den Splittern einer Qassam-Rakete, die Medien schweigen. Die Medien schweigen, als gäbe es die Opfer auf israelischer Seite nicht. Als gäbe es auch den Alltag auf israelischer Seite nicht. Denn was man sich vor Augen halten muss, und deshalb haben Sie völlig recht, Herr Kunze, mit dem, mit der Provokation der 8 Jahre, es ist nicht nur eine Provokation. Es ist für eine Bevölkerung, für fast 1 Million Menschen in Israel jetzt und davor für die Einwohner von Sderot, ein tagtäglicher Albtraum. Und wie sieht dieser Albtraum aus? Die Kinder gehen in der Früh aus dem Haus heraus und in den Kindergarten und die Mütter, den Müttern klopft das Herz, weil sie nicht wissen, ob die Kinder einen Tag auf dem Weg zur Schule von der Qassam-Rakete getroffen werden. Es gibt etwas, nicht wahr? Die Dinge sind komplizierter, als wir sie darstellen. Aber die Auswirkungen und, sind doch so, wie sie es beschreiben. Ich will doch hier nicht jetzt in eine israelische Position manövriert werden, das weil ich sage, dass man in einem Gebiet wie Gaza zu 1,5 Millionen Menschen nicht leben kann, dass die Leute verrückt werden dadurch, dass sie dort eingesperrt sind und keine Perspektiven haben. Die sind dort geboren und sind mit 40 Jahren noch nicht aus dieser Ecke rausgekommen. Streitet dann haben aber keine normalen hier. Reaktionen mehr. Nicht streitet wahr? Niemand hier, Herr Schollert. Warum geht das nicht? Das war ja, man muss auch bedenken, gleichzeitig geht die Besiedlung des Westjordanlandes weiter. Das ganze Gequatsche über die Schaffung eines Palästinenserstaats ist doch völlig unsinnig. Es gibt hier gar keinen Raum mehr für einen Palästinenserstaat. Erinnern Sie sich noch, Herr Schollatour, an eines der Hauptstatements von Ehud Olmert, mit dem er eigentlich zum Regierungschef und vor allem zum Chef der Kadima-Partei gewählt wurde? Ja, also Ehud Olmert würde ich nicht als Idealfigur darstellen. Es gibt leider Gottes heute in der globalen Politik keine Idealfiguren mehr. Also Ehud Barak würde ich eher, ich würde Netanyahu eher akzeptieren. Was Israel jetzt braucht, ist ein Hardliner, der Autorität hat, der kann auch Konzessionen machen. Und nicht diese schwächlichen Figuren wie Ehud Olmert wurde von der Mehrheit Israels gewählt, weil er den Abzug aus dem Westjordanland als sein Statement, als seine Hauptmessage und sein Hauptziel dargestellt hat. Trotz des missglückten Abzugs kann er doch gar nicht machen. Das sind 250.000 Siedler, die gehen doch nicht raus. Aber dann habe ich Neuigkeiten für Sie, aber wie? Nicht nur, dass er es kann, sondern auch, dass er es möchte. Und nicht nur, dass er es möchte, die Mehrheit der Israelis möchten das auch. Einen Staat für die Palästinenser,
wo die Grenzen entlang gehen, ob 67, welche territorialen Austausche, das sind technische Details. Aber wichtig ist ja, was Sie gesprochen, im Gegensatz zu allen anderen, was die Leute, ich hoffe, darauf sind Sie nicht stolz. Das ist die Forderung der Hamas, das sind die Grenzen von 1967. Aber wenn ich Israeli wäre, würde ich nicht darauf eingehen. Aber damit man muss sich doch immer, die Torheit der Leute ist doch immer, sie sehen alles aus ihrer Perspektive. Erst wenn man sich in die Perspektive eines anderen versetzen kann, kann man ihn übrigens auch sehr wirkungsvoll bekämpfen. Und weil die Israelis zum Beispiel sich nicht in die Mentalität der Hezbollah haben versetzen können, haben sie 2006 die Schlappe dort erlebt. Ich bin froh darüber, dass haben wir uns nicht in die Hezbollah-Mentalität versetzen können. Jetzt sollte aber Schalatour einmal die Möglichkeit haben, darauf zu antworten. Ich bin es leid, mich in dilettantischem Geschwätz zu erschöpfen. Nein, finden Sie das jetzt dilettantisch, wenn jemand dann... Sie kennen ja nicht. Das war in der Tat unscharmbar. Jemand, der neun Jahre in diesem Land lebt, ist länger und intensiver als Sie. Ich bin 1951 das erste Mal dort gewesen. Ich war dort während der verschiedenen Kriege. Ich war mit der israelischen Armee in Beirut gewesen. Also ich kenne Israel sehr gut. Und es ist Israels einfach nicht würdig, dieses winzige Gebiet in dieser Art und Weise zu kriegen. Das muss man doch in einem Aufwaschen machen können und nicht in einer dreiwöchigen Schlacht. Wissen Sie, wie ein Aufwascher aussieht? Ein Aufwascher sieht so aus, dass danach Gaza platt ist und die 1,5 Millionen nicht mehr im Leben. Da verstehe ich ein bisschen und mehr. Also wie würden Sie denn mit diesem Problem, was ja nun real ist, ist der terroristischen Angriffe auf Israel von Menschen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Yassin ist vorher auch schon getötet worden. Ich weiß, aber welche wäre denn Ihre Strategie dagegen? Gibt es überhaupt eine? Wenn man mit der Hamas zu einer Vereinbarung, die mit der Hamas verhandeln. Das ist ja immerhin die gewählte Partei. Abbas ist ab 9. dieses Monats nicht mehr Präsident. Also der Gesprächspartner ist die Hamas. Und wenn Sie, der ist auch in der Westbank im Grunde sehr stark, ist die Hamas im Grunde, wenn man genau hinguckt, die stärkste Partei. Man muss mit dem Gegner reden und sich nicht irgendwelche Quislinge anschaffen. Der Mahmoud Abbas ist eine Art Beta-Figur. Aber das ist nicht der Repräsentant der palästinensischen Bevölkerung. Das ist ein bisschen sehr holzschnittsartig. Wahrscheinlich haben Sie recht, dass es irgendwann mal darauf hinauslaufen wird, dass Israel mit der Hamas verhandeln wird, was übrigens auch ein weites Teil der israelischen Friedensbewegung sagt. Die Kürzung in der Beziehung eine sehr im Grunde war die Situation. Ich spreche nicht für die Türkei, aber ich spreche nicht für die Türken hier. Ja? Trotzdem würde ich gerne eines sagen. Ich möchte auch nicht für Al Capone einstehen heute Abend. Auch das nicht. Das Osmanische war im Grunde Wohltat gegenüber den Zuständen, die heute herrschen. Okay. Die Geschichtsdebatte machen wir ein anderes Mal. Wenn man eines sagen darf, als Freund Israels, Israel hatte die Chance und hat sie leider schlecht oder gar nicht genutzt, in der Westbank zu demonstrieren, dass es anders geht, indem er sich zurückzieht, die Siedlungen aufgibt und mit dem Gesprächspartner dort, mit dem noch gewählten Präsidenten von Palästina, einen Modus vivendi findet. Diese Chance hat Israel leider verpasst, quasi zur Hamas eine Alternative aufzubauen. Wobei man dazu sagen muss, die Chance wurde leider auf palästinensischer Seite verpasst. Die PLO hat aus ihrer Wahlniederlage nicht das Notwendige gelernt, die Korruption zu bekämpfen. Das Drama ist, auf der einen Seite haben wir bald Wahlen. Es sieht so aus, wie wenn Netanyahu die Wahlen gewinnt. Und auf der palästinensischen Seite haben wir eine Spaltung. Nicht unbedingt, das ist ja das jedenfalls, Schreckliche, dass im Moment jedenfalls eine Spaltung des Parlaments ohne klare Mehrheitsverhältnisse. Nachdem die Menschen in Israel erlebt haben, wie sich der Abzug aus dem Gazastreifen entwickelt hat, nämlich mit tagtäglichen Qassam-Raketen auf den Süden Israels, hätte kein Politiker der Welt, egal wie talentiert und weltgekonnt, es geschafft, eine Mehrheit dafür zu erringen, nochmal aus der Westbank, nochmal einen Abzug, egal wie schmerzhaft und kompliziert, zu arrangieren, um dann zu sehen, wie die Menschen von der anderen Seite beschossen werden. Solange so ein Chaos herrscht, solange Abzug und ein Schritt für Frieden und Verhandlungen bedeutet, dass Israel unter Beschuss kommt, kann ein solcher Schritt von keinem normalen Politiker noch durchgeführt werden. Also jetzt lassen Sie mich auch mal zu Wort kommen. Es ist ja gar nicht verhandelt worden. Der Abzug aus dem Gazastreifen ist einseitig von Sharon deklariert worden. Es ist nicht verhandelt worden. Das war ja eben der Fehler gewesen. Und ich bin damals im Gazastreifen gewesen. Ich war bei den Siedlern gewesen, die damals auch entschlossen waren, zu kämpfen, um zu bleiben. Und ich habe mir da auch diese Philadelphia-Route angesehen. Mhm. Und ich habe es einfach nicht begriffen, dass ein so stark und modern ausgerüsteter Staat wie Israel nicht in der Lage war, diese Tunnels zu kaputt zu machen. Das ist für mich alles völlig unerklärlich. Sie wissen gar nicht, wie schnell die Terroristen buddeln können.
auch die bösen Terroristen. Aber ein anderer Mensch ist ja der Nicht-Terrorist, kann auch buddeln. Melanie. Warum wir das Wort Terroristen? Ich habe noch eine Frage, aber wie geht es Ihnen in Israel? Können Sie sich der Wirkung entziehen von toten Kindern, von toten Frauen, von Zivilisten, die in Gaza sterben, indem Sie sich immer wieder sagen, ja, aber die Hamas ist schuld, weil die stellen da ihre Raketen auf neben zivilen Häusern? Ist das etwas, was einen unsensibel werden lässt für das, was man da an Schreckensbilder sieht? Keinster Weise. Es gibt keine Formel und keine Erklärung und auch keine Rationalisierung, die solche Bilder und solche Tragödien irgendwie abschwächen lässt. Und damit bin ich nicht alleine. Damit hoffe ich, teile ich die Gefühle und die Perzeptionen überhaupt der Menschheit und mit Sicherheit der Menschen in Israel. Von meinen Freunden, von Bekannten, vor allem von Müttern höre ich, dass die Tränen genauso fließen, wenn man sieht, welche schrecklichen Tragödien mit Kindern auf der palästinensischen Seite passiert. Gleichzeitig bin ich aber natürlich wie viele andere Israelis auch sehr stark sensibilisiert und erschüttert über die Tragödie, die Tag für Tag bis vor einigen Wochen im Süden Israels und mittlerweile... Das haben Sie ausgeführt, ja. Ganz genau. Das lässt einen nicht kalt, sogar wenn man schon einige Kriege und die Intifada und so weiter miterlebt hat. Das lässt eigentlich kalt. An dieser Stelle machen wir ein... Bitte, Herr Schollatour, Sie dürfen nicht beleidigt sein, wenn Sie Widerspruch aufbekommen. Ich bin zutiefst verärgert über den Verlauf dieser Diskussion. Ich bin nicht jeder, der gekommen, um einen extremistisch-arabischen Standpunkt, zu dem ich gar nicht habe. Ich bestehe Ihnen ohne weiteres zu, dass wenn Israel jetzt eine Konzession macht, wie es zum Beispiel in Südlibanon, dass es als Zeichen der Schwäche gedeutet wird. Wenn die Israelis ihre Siedler aus der Westbank rausnehmen, wird es als Zeichen der Schwäche gedeutet werden. Aber eine israelische Regierung ist heute gar nicht mehr in der Lage, die 250.000 Siedler, die auf der Westbank siedeln inzwischen, und dann kommen auch die von Jerusalem, das sind insgesamt bei einer halben Million, dort rauszunehmen. Das ist das Problem, dass die ganze, es gibt, im Grunde ist es eine Frage, es ist ja eine theologische Frage im Grunde. Es ist nicht eine Frage der Politik, es ist eine Frage des jüngsten Gerichts. Nicht? Und wir haben keine Lösung parat. Und wenn Sie meinen, dass auch diese Sache mit dem Raketenwind verhandelt würde, wäre das ja ausgeräumt. Nicht? Aber dann muss man eben auch mit denen, die diese Abschießung reden. Das zeigt, reden. Wie die Hamas über Raketen verhandelt. Ich finde, dass Sie hinreichend Ihren Standpunkt deutlich machen könnte. Niemand hat Sie daran gehindert. Ich verstehe nicht, dass Sie verärgert sind. Ich sehe mich doch morgen schon in Zeitungen stehen. Nein, ich verstehe nicht, dass Sie, verärgert sind, wenn es Leute in der Runde gibt, Gäste in der Runde gibt, die das, was Sie meinen, einfach nicht teilen. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und Sie sind erfahren genug, um das wegzustecken. Trotzdem vielen Dank. Es gibt einen Spruch vom General. Wenn ich das hinzufügen darf, es gibt einen Spruch vom General de Gaulle, junger Offizier: Vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. In den komplizierten Orient reiste ich mit einfachen Ideen. Und was hier eben allgemein verbreitet ist, ist eine Art von Simpelheit. Herr Schollatour, ist es einfach an den jungen Menschen. Das ist erschreckend, ist es nun doch mal. Zu desavouieren und ihn als unerfahren darzustellen. Das ist nicht fair, was Sie da tun. Und ich möchte jetzt gerne noch mal genauer erklären. Aber wie gesagt, ich bin ja in eine Falle gelockt worden. Was heißt eine Falle? Sie haben alle Chancen gehabt, Ihren Standpunkt darzustellen. Sie sind, wie Sie sagen, ich will mir sehr mich doch hier nicht also darüber. Warum ich lassen Sie sich verunsichern von einer jungen Frau, die einen anderen Frage einhat? Wenn ich in Israel rede, ich mit den Leuten von der Mossad doch auch. Wir alle wissen, dass niemand die Welt so gut versteht und so gut kennt wie Sie. Das bleibt Ihnen mit Sicherheit. Herr Schollatour, jetzt möchte ich gerne diese junge Frau noch mal vorstellen, damit die Zuschauer besser begreifen, mit wem Sie jetzt hier gerade gesprochen haben. Wären Sie so nett und würden mir die Gelegenheit... Es wäre im Interesse Israels, wenn es eine andere Position wäre. Wenn man über dieses Thema ruhig sprechen könnte und nicht persönliche Animositäten und Beleidigtsein hier eine Rolle spielen. Also noch mal, Melody... hat eine interessante Erfahrung gemacht. Sie lebt, wie gesagt, in Israel. Und so wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, Superstars gesucht werden, wurde in Israel vor 2 Jahren ein Ambassador, also ein Botschafter, ein junges Gesicht gesucht, das dieses Land ein Jahr in der Welt vertreten und vielleicht ein bisschen besser erklären und verständlich machen soll. Und Sie, Melody, haben diese Ausscheidung gegen 13 andere Kandidaten gewonnen und waren dann ein Jahr eben diese inoffizielle Botschafterin Israels. Was haben Sie erlebt in diesem Jahr? Danke.
Was war vielleicht der verrückteste Moment? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich nie davon geträumt, dass sowas überhaupt passiert, aber was war der verrückteste Moment in diesem Jahr, wo Sie für Israel unterwegs waren? Der intensivste vielleicht auch. Außer hier jetzt. Es gab zwei. Wir sind bereits im zweiten Jahr danach, aber das toppt natürlich. Es gab zwei. Der eine war ein Treffen im Dschungel von Uganda mit einem ugandischen, und nicht weil wir umziehen wollten, mit einem ugandischen Stamm. Das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Das war Teil einer Mission. Danach hatten wir einen langen Vortrag gehalten vor 200 afrikanischen Journalisten und Studenten. Und danach wurden wir vom ugandischen Präsidenten empfangen. Aber es war wirklich dieses Aufeinandertreffen mit diesen afrikanischen trommelnden, singenden, schreienden Menschen, die uns umarmt haben. Und danach haben wir denen einen israelischen Horror. Der afrikanische Präsident Museveni ist ein Massenmörder. Ach, Herr Schalatour, jetzt werden Sie polemisch. Ja, ist ja nun so, das muss man doch sagen. Er schickt doch seine Soldaten in den Kongo rein, das sind doch diejenigen, die morden da drüben. Die das sind Leute. Aber doch die Aber darum ging es jetzt irgendwie gar nicht im Moment. Man muss doch realistisch sein. Auf jeden Fall war es wirklich dieses Aufeinandertreffen dieser völlig unterschiedlichen Kulturen mit einem Horrortanz, einem israelischen Tanz, den wir dem Stamm vorgetanzt haben. Das war eine tolle Erfahrung.